Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Das geht ja jetzt wirklich ziemlich rasch und zügig. Und das hat auch einen triftigen Grund. Ich wurde gerade eben für meine Verhältnisse ziemlich aus der Realität geschossen und stehe immer noch neben mir und bin total entsetzt. Den Grund werdet ihr jetzt gleich erfahren. Und ich hoffe, dass mir der ein oder andere helfen kann, der selbige Erfahrungen hat, machen müssen oder rein von der Logik her, die, ja, sachbezogenen Zusammenhänge wiedergeben kann und sich da wirklich auch eine gute Meinung bilden kann und mir damit helfen kann. Oder ja, generell der Austausch kann nicht schaden. Ich habe selber meine Theorie, die werde ich hier auch äußern. Aber ich erreiche hier ja viele Menschen und bin sehr dankbar, euch zu haben, dass wir uns gegenseitig haben und stützen und teile alles mit euch. So nah liegt Freud und Leid beieinander. Gestern noch wie ein Löwe kämpfend zu zeigen, wie ich mich meiner Angst stelle, wie mutig ich bin, was für Fortschritte ich gemacht habe, auch gewichtstechnisch. Das vorletzte Video, die 153 Kilo, die ich jetzt wieder erreicht hatte, muss ich sagen, darauf komme ich jetzt zu sprechen, und 40 Kilo, die ich abgenommen habe, und ja, wie ich mich zurückgekämpft habe, in 3 Wochen 11 Kilo verloren habe. Und jetzt kommen wir zum Kasus Knaxus. Die Waage hat 159 Kilo angezeigt. Ich fühle mich wie in einem Traum. Ich kann das irgendwie auch gar nicht so recht fassen und realisieren. Obwohl ich am Donnerstag vor knapp einer Woche noch 153 wog, nach den 2 Tagen Cheaten, ich habe Donnerstag und Freitag gecheatet, einmal mit 6000 Kalorien und dann mit 8000 Kalorien. Und zuvor habe ich mich 3 Wochen ketogen ernährt, in 3 Wochen dann 11 Kilo verloren, habe mich bei 1100 Kalorien befunden, was natürlich sehr wenig ist, was ich ja auch euch immer wieder sage und euch nicht rate, das so radikal zu machen. Aber das ist ja jetzt nicht die erste Radikaldiät in meinem Leben. Da habe ich auch schon gemerkt, das hat sich so geäußert, dass ich den Keto-Rush bekommen habe. Das habe ich in der Vergangenheit bekommen, wenn ich gehungert habe, wirklich viel zu wenig Kalorien zu mir genommen habe. Da habe ich aber wirklich 200-300 Kalorien zu mir genommen. So, das hatte ich dann einige Zeit nicht mehr, auch wenn ich nur zum Beispiel meine 1000 Kalorien oder 900 Kalorien oder gar 800 Kalorien zu mir genommen habe, solange ich Kohlenhydrate noch zu mir genommen habe. Und jetzt, als ich nur mich eiweißreich und ohne Kohlenhydrate ernährt habe, tut mir leid, Leute, ich bin noch ziemlich durch den Wind, durch diese ganze Sache. Und als ich mich dann nur eiweißreich ernährt habe, habe ich ja diese Quaddeln bekommen, dieser Ausschlag auf dem Rücken, ja, an der Brust, auf der Schulter. Ich kannte das aber auch noch in einem durchaus heftigeren Ausmaß, als ich die 200, 300 Kalorien gegessen habe in der Vergangenheit. Ich hatte immer wieder damit zu kämpfen. Es gibt wahrscheinlich auch einige andere Menschen, die damit zu kämpfen haben. Das soll irgendwas damit zu tun haben, zu wenig Ballaststoffe, oder vielleicht, weil ich mich nur auf diese Eiweiß reiche Ernährung ernährt habe, aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Ich möchte auch keine ja, Unwahrheiten an euch, wie soll ich sagen, vermitteln. Deswegen sage ich jetzt nichts Genaueres dazu. Ach, Leute, Leute, ey, ich bin völlig durch den Wind immer noch. Auf jeden Fall, ja, in dieser Zeit sind die 11 Kilo ja gepurzelt und ich habe jetzt auch wieder den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und genau, dann habe ich ja diese 2 Tage gecheatet und hab dann jetzt auch wieder reingefunden, voller Stolz. Bin jetzt auch wieder 4 Tage dabei, in denen ich dann nur 1000 Kalorien wieder gegessen habe, also sehr radikal diätet habe für mein Gewicht. Und ja, auch mich wieder kohlenhydratreich ernährt habe. Ich möchte das mit dem Ketogen jetzt nicht mehr weiterführen. Für mich persönlich war das nichts. Jeder soll seine eigenen Erfahrungen machen. Genau. Und dann bin ich auf die Waage, was ich nicht hätte machen sollen, und wog 159 Kilo, einfach 6 Kilo mehr als nach meinem Cheat Day, obwohl ich schon 4 Tage diätet habe. Und so wie ich mich kenne, hätte die Waage jetzt vielleicht noch ein, zwei, drei unechte Kilos angezeigt, oder von mir aus ein, zwei echte Kilos, die noch nachhaltig geblieben sind, aufgrund dessen, dass der Körper das wie ein Schwamm alles aufgesaugt hat an Kalorien, die er bekommen hat. Und vielleicht spielt der Körper auch dadurch irgendwie verrückt. So kann ich mir das erklären. Und der Körper ist auch keine Maschine, wie ich es auch immer wieder predige und sage. Und es braucht jetzt auch irgendwie irgendwo noch seine Zeit. Aber einfach jetzt gerade 6 Kilo mehr zu sein, ich weiß nicht, ist meine Waage vielleicht kaputt, was ich nicht denke. Ich hätte ja nicht mal mit 6 Kilo mehr gerechnet nach diesen 2 Cheat Days. Und jetzt habe ich ja 4 Tage wieder diätet.
Wobei es für mich eigentlich mal Tag 30 ist. Ich wollte mich auch von diesem Schwarz-Weiß-Lösen denken und es geht einfach weiter. Ja, aber nach diesen 4 Tagen wieder Diäten zeigt die Waage einfach mal 159 Kilo an, 6 Kilo mehr. Und ich bin einfach so fassungslos und habe sowas auf diese Art und Weise noch gar nicht erlebt. Also, dass ich mal 3, 4 Kilo mehr war aufgrund dessen ganz schnell unechte Kilos nach einer Radikaldiät und die dann auch ganz schnell wieder verloren habe, vor allen Dingen als ich angefangen habe wieder zu diäten. Das kenne ich so, aber nicht nachdem ich jetzt 4 Tage schon wieder diätet habe und dann einfach gerade mal 6 Kilo noch mehr bin. Ich weiß, es sind keine echten Kilos, aber es hat mich einfach schockiert, in Schockstarre versetzt und ich bin hilflos. Ich muss das einfach mit euch teilen. Und das gehört einfach auch zu dem Prozess dazu, euch an diesen Facetten auch teilhaben zu lassen. Ihr wisst, das zeichnet mich immer aus. Und auch euch zu haben, euren Rat, dass wir uns stützen, dass wir uns ja einander pushen und dass wir wissen, wir sind nicht alleine. Und dafür bin ich ja da, um euch zu helfen und ihr seid da, um mich zu helfen. Und ihr habt mir auch schon so viel gegeben mit eurer Resonanz und mit eurem offenen Ohr und ja, einfach für euren Zuspruch und eure Likes und alles und ja, euren Support bin ich unendlich dankbar. Aber was ich sagen will, ja, ich weiß es nicht. Genau, das ist vielleicht auch noch wichtig, das zu erwähnen. Ich habe jetzt auch am Oberkörper, Brust, Bauchbereich, überall, Oberschenkel einen Ausschlag. Äußert sich anders als der Keto Rush, sieht auch anders aus. Vielleicht hängt es auch noch damit zusammen, dass es Nachwirkungen vom Keto Rush sind oder irgendeine Allergie. Man kann sowas auch mehr Kilos auf der Waage ausmachen. Leute, ich weiß nicht, vielleicht schauen ja Ärzte zu, Leute, die sich auskennen. Es kann alles sein. Ne? Oder ihr kennt Menschen, die sich mit dieser Materie auskennen. Ach, Mann, Freud und Leid liegen so nah beieinander, Leute. Und jetzt ist in meinem Kopf einfach nur, ja, fressen, saufen, du wiegst 159 Kilo, auch wenn es unechte sind. Ja, jetzt wirst du schönen Grund haben, von der Emotionalität geleitet, so in ein Desaster wieder geraten, sich das legitimieren zu wollen, sich der Emotionalität, den Gewohnheiten hinzugeben, diesen schnellen Weg zu gehen, der Weg der Beruhigung, der Selbstbestrafung, des Herunterkommens und natürlich auch die Gelüste, die man hat. Das ist so ein Teufelskreis. Ich hätte mich wirklich nicht wiegen dürfen, aber ich hätte nicht mit diesem Desaster gerechnet. Ich hätte mit 154 oder 155 gerechnet, von mir aus noch 156 nach diesen Cheat Days, aber nicht, dass ich 6 Kilo mehr bin, obwohl ich jetzt schon wieder 3, 4 Tage diätet habe. Es bleibt ein Kampf und ich bin wirklich so davon überzeugt, auch in dieser kritischen, heiklen Phase, wo wieder alles auf der Kippe steht, wo ich drauf und dran bin, ich gehe gleich einkaufen, mir den größten Rotz zu holen und einfach mich dem gerade hingeben will. Ich bin aber froh, dass ich das zeige. Und irgendwas in mir sagt es auch, tu es. Tu es, denn das ist der Weg, den man so authentisch und wahrhaftig und richtig wie möglich nachvollziehen soll, als jemand, ja, der vielleicht suchtkranke Menschen oder adipöse Menschen in seinem Umfeld, familiären Umfeld hat, als Freunde hat, um das besser verstehen zu können, sich mit diesem Thema beschäftigt, selber davon betroffen ist, reflektieren kann. Und ich bin dankbar dafür. Und ich weiß, dass Menschen das aus diesen Gründen auch sehr schätzen und aus Gründen der Inspiration und auch Motivation, weil es gibt ja jetzt nicht nur diese Tage, wo ich das hier alles gerade loswerden muss, sondern ihr wisst ja, welche wichtigen Gedankengänge und Erfolge ich schon mit euch geteilt habe. Und jetzt hoffe ich, dass ihr mir da helfen könnt, Leute. Und ich da vielleicht ein bisschen runterkomme. Ich habe euch meine Vermutung erklärt. Ich bin gespannt auf eure. Ich küsse doch eure Herzen. Danke, dass ich euch habe. Und ja. Ja, ich stehe so neben mir, Leute. Auch wenn ich es mir gerade nicht so krass anmerken lasse. Ja, ciao, Leute.